Servus Leute, wie geht's schon? Ich bin's wieder, Rollerming, was ein Scheißschalter. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Champions of Mordor. Der wilden Stamm geht nun gegen den schlechter Stamm. Wieder einmal zum zweiten Mal treffen sie aufeinander. Wird der schlechter Stamm wieder über den wilden Stamm siegen oder schafft es der wilden Stamm, sich diesmal gegen den schlechter Stamm durchzusetzen? Beide unter neuem Management, ne? Mal sehen, ob du auch mich besiegst. Beides sind hier bei Rookies. Komm her und schmecke den Schmerz. Mal schauen, wie sie miteinander oder wer jetzt hier von beiden auch vor allen Dingen hier siegreich rausgehen wird. Ne? Der gute Koff fängt ganz gut an. Er richtet sich erstmal gegen die Karagor. Der eine Karagor hier vom Ruck oder von der Made jedenfalls hat sich jetzt mal kurz dahingestellt, aber das hat nicht viel gebracht. Und Koff kommt auch nicht so ganz gut gegen die Karagor übrig. Dem seine Speerwerfer aber von Koff, die haben jetzt schon ein bisschen was getan. Gut, die Karagor sind jetzt zwar alle tot. Die Made tut so, als müsste ganz dringend mal aufs Klo. Hat aber einen guten Treffer jetzt erzielt. Koff, der steht jetzt erstmal nur blöd da und kassiert Schläge und Stiche und weiß gar nicht, wo er anfangen soll oder aufhören muss. Also ich würde anfangen zu schlagen und aufhören, Schläge einzustecken. Wäre vielleicht ein Anfang. Ui, die Made macht gut Schaden vor allen Dingen. Hat gut vorgelegt. Gut jetzt abgewehrt von Koff, dem Blutkönig. Aber der ist nicht so schnell wie die Made. Der geht ganz schön schnell ran. Und aggressiv vor allen Dingen. Das muss er natürlich auch, wenn er hier einen Punkt sich holen möchte, ne? Also der Willenstamm hat es auf jeden Fall vor, den schlechter Stamm hier ordentlich bluten zu lassen. Und jetzt ist auch noch schon Koff in der Finisher-Zone. Und es gibt ja auch noch einen Finisher. Ja, krass. Wahnsinn. Ruck. Die Made holt sich hier den Sieg und den ersten Punkt für den wilden Stamm. Weiter geht's. Oh, Fuba Feinschmecker gegen Gal Leichenhäcksler. Beides erfahrene Kämpfer. Gal, glaube ich, ein bisschen erfahrener wie Fuba. Ist länger dabei. Aber mal schauen, ne? Schlag ist dein Gesicht hässlich. Ich will es dir abschneiden. Ich glaube, ihr seid beide gerade Augenweiden. Aber ja, er ist wirklich hässlich. Und der scheint gar nichts mehr mitzubekommen, außer vom Fressen und ja. Egal. So, Gal fängt schon mal an und dezimiert die Gruppe von dem guten Fuba. Aber Fuba, der fängt schon an und gibt ihm schon mal einen Kick direkt in die Fratze, um ihm zu zeigen, hier, ich bin da, Junge. Du hast hier nicht jemanden anderen von meinen Jungs hier Platz zu machen. Aber geil, einen guten Schulterblock. Aber er kriegt von Fuba aber auch schon eine gute Quittung. Fuba ist nicht so erfahren wie Gal. Oh, Gal fängt an mit einem Spear. Schönes Ding. Jetzt gibt's auch mal auf ein paar auf die Fresse. Aber Fuba hat hier kaum was gespürt. Und Gal hat ordentlich schon auf die Fratz gekriegt. Und Fuba hat jetzt... gut, Gal hat jetzt ein bisschen im Schaden reingebracht. Aber Fuba, der macht eh wesentlich mehr Schaden als Gal. Beide sind in den Kampfgruben groß geworden. Muss man an der Stelle mal sagen. Absolut. Oh, jetzt hat Gal endlich mal den Abstand verkürzt zwischen sich. Und holt sich nochmal zu einem Spear und schlägt nochmal drauf. Aber das macht dem guten Fuba gar nichts. Solange er das, was auch immer er so lecker findet, auch als Suppe schlürfen kann, glaube ich, braucht er die Zähne nicht ganz so. Jetzt hat Gal die Überhand gewonnen und Fuba kriegt ordentlich Schläge. Der kriegt richtig die Quittung dafür, dass er am Anfang so vorgelegt hat. Und Gal lässt ihn ja auch gar keine Chance so richtig. Jetzt ist Fuba sogar in der Finisher-Zone. Absolut. Und kriegt da auch nochmal eine hinterher. Und jetzt muss er was zeigen, denn ansonsten ist hier Ende im Gelände. Oh, Gal hat sich sogar geheilt mittlerweile. Krass, und es gibt einen Finisher. Und Gal hackt dem armen Kerl den Kopf ab. Da geht das. Das ist ja unglaublich. Die wollen es richtig wissen, hey. Schlechter Stamm holt sich den Punkt. Und Fuba Feinschmecker wurde gekillt. Weiter geht's. Nachdem der Ausgleich wieder vonstatten gegangen ist, kämpfen der schlechter Stamm und der wilden Stamm müssen natürlich weiterkämpfen, klar. Ogbur von den brennenden Flügen gegen Grosch Fleischhaken. Ich habe gerade gar nicht selbst gewusst, was ich gerade sagen wollte. Aber egal. Erteilen wir dir doch eine Lektion? Bringen wir es hinter uns! Grosch Fleischhaken hat halt hier nicht die Erfahrung.
wie der gute Ogbur von den brennenden Flügeln. Ogbur von den brennenden Flügeln hat halt auch seinen Vorteil, dass er seine Elite-Truppe dabei hat. Gut, der eine Idiot hat sich schon in die Falle bringen lassen. Oh, und Krosch, der macht schon gut Schaden. Ogbur muss jetzt ein bisschen was zeigen. Also er muss ein bisschen den Abstand vergrößern, dann hat er nämlich bessere Chancen. Gut, man kann sich natürlich auch auf ihn draufstürzen und ein bisschen schlitzen, aber er darf ihn nicht zu leicht auf die Schulter nehmen. Wir haben gesehen, was der Kerl drauf hat und mit einem Schlag hat er dem ordentlich Leben abgezogen. Ogbur, du weißt, worum es hier geht. Es geht hierbei nicht nur um dein Leben, es geht hier auch um die Ehre des wilden Stammes, ne? Und hier Ogbur, der weiß, worum es geht und fängt schon an und verkürzt den Abstand ungemein. Jetzt sind sie beide ungefähr beim selben bei derselben Lebensanzeige. Oh, aber da kommt nochmal von Krosch Fleischhaken nochmal so eine Aktion. Das tut weh. Und Ogbur von den brennenden Flügeln. Der Veteran ist gefallen gegen Krosch Fleischhaken. Wird es der wilden Stamm schaffen? Das werden wir gleich sehen. Heroisch weitergeschlachtet. Stakuga Hirnbeißer kämpft nun gegen Grisha Bluthund. Mal gucken, wie die beiden aufeinander reagieren, vor allen Dingen, wie sie beiden gegeneinander kämpfen, ne? Das ist natürlich die andere Sache, ne? Mach dich bereit zu verlieren! Grisha, der absolut erfahrenere Gegner. Sind jetzt schon keine Opfer mehr da? Achtung, ein Karagor. Er muss jetzt natürlich ein bisschen was zeigen, ne? Gegen den guten Stakuga. Stakuga kümmert sich erst einmal um die Truppe von Grisha. Kann eine gute Idee sein, schmeißt. Aber Grisha ist auch gut dabei, ihm jetzt gerade hier ein bisschen mit dem Karagor eine zu geben. Aber der Karagor schien einfach jetzt gerade tot umgefallen zu sein. Und jetzt muss Grisha ganz schön mal was zeigen, denn seine Truppe, die ihm einmal sogar den Sieg beschert hat, ist jetzt tot. Natürlich ist Grisha dickhäutig, ne? Der hält schon gut was aus. Oh, guck mal, der andere steht direkt neben dran. Ich riech mal kurz an, der schnopper mal kurz. Und jetzt geht Grisha zur Sache gegen Stakuga. Aber Stakuga, der macht auch gut Schaden. Das muss man ihm echt mal lassen, ey. Ich glaube, einen normalen Uruk, der hat nicht so gut da ausgesehen, ne? Aber Grisha, der nutzt seine Erfahrung. Und das tut weh. Das tut richtig weh für den guten Stakuga Hirnbeißer. Und damit holt Grisha den Ausgleich für den wilden Stamm. Weiter geht's. Ey, das ist ein Schlagabtausch. So, da stehen wir nun in der Runde Snafu Froschblut gegen Boot Prügelmeister. Mal gucken, wie sich der Neuling gegen den erfahrenen Veteranen durchsetzen wird. Legendär gegen giftig. Wer schafft's? Gut. Wart's nur ab. Bei Boot muss ich ganz ehrlich sagen, was so richtig schade ist, ist, dass er halt diese panische Angst vor Flüchen hat. Ansonsten wäre das ein guter Kämpfer, ohne Scheiß, den ich auch gerne einsetzen würde. Ui, der hat gerade den anderen umgerannt. Ja, das hat bestimmt wehgetan. Und der rastet aus, der hat dem Karagor ordentlich eine gegeben, bringt gerade seine eigenen Leute um und schlägt auf. Oh, rutscht man aus, der Boden scheint rutschig zu sein. Snafu Froschblut aber setzt hinterher und schlitzt den guten Boot ganz schön auf. Oh, und da gab es nochmal einen Stich in den Ransen. Nein, das hat wehgetan. Jetzt greift Boot wieder an. Mal gucken, ob er jetzt mal ein bisschen... Uiuiuiui, Boot ist ganz schön im Bedrängnis gegen den Neuling. Gegen den Rookie hier. Wenn der jetzt hier Boot platt macht, das hat schon gut was zu heißen für den. Dann kann der sich echt auf die Schulter klopfen. Ui, und da kotzt der gute Boot. Boot muss kotzen. Aber er kriegt jetzt nochmal eine drauf. Und Snafu, der setzt hinterher, der Junge. Der will's richtig wissen. Der gibt dem richtig Saures, dem Veteranen hier. Aber ohne Ende. Jetzt ist es, na gut, uiuiui, und, oh, ein wichtiger Schlag von Boot. Aber er ist jetzt schon in der Finisher-Zone. Er ist in der Finisher-Zone und so wie es aussieht, war es das auch. Boot-Prügelmeister wurde getötet. Und Snafu-Froschblut hat überlebt, ja. Und den Punkt für den wilden Stamm geholt. Weiter geht's. Den Skun der Barbarische und Rathak Blutspritzer sich gegenüber. Mal gucken, wer jetzt hier den Sieg davontragen wird. Es war eine harte Schlacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Zeit für eine Kampfstudie. Rathak Blutspritzer hat sich damals in den Kampfgruben, wo er gerade steht, da hat er sich seine Sporen verdient. Hier fühlt er sich zu Hause. Hier hat er damals gelernt in Champions of Mordor und hat sich den
und hat sich damals auch wirklich das auch verdient, ne? Und jetzt steht er hier noch einmal mit seiner eigenen Truppe und kämpft jetzt hier um den. Ja, also er kämpft halt darum, dass er halt, dass halt seine Truppe jetzt den zweiten Platz bekommt, ne? Denn da geht nicht mehr. Der Schreckensstamm hat schon einmal gegen sie gesiegt. Da brauchen die sich hier keine Sorgen zu machen. So. Aber man möchte natürlich nicht unbedingt nur den dritten Stamm, der dritte im Bunde sein. Nein, man möchte den ersten Platz haben. Also man möchte wenigstens den zweiten haben dann. Dem Moment. So. Mal schauen. Der wilden Stamm muss jetzt... alles hofft jetzt auf Skun, den barbarischen, ne? Der hier ordentlich was geschafft hat schon. Mal gucken, wie er sich jetzt hier natürlich gegen den Meuchler hier schlägt. Beide haben gute Arbeit geleistet, ihre Gefolgsleute zu töten, ne? Beide sind giftfest. Gut, nur noch einer von Skuns Männern ist am Leben. Der Rest ist gefallen. Gut, geschweige denn von Ratak. Rataks Männer sind ja auch alle tot. Bis auf den Karagor. Ui, da geht Skun direkt ran. Der möchte es ihm direkt geben. Und er macht riesen Schaden gegen den guten Ratak. Und Skun setzt direkt nach. Der möchte es dem Wildenstamm gönnen. Der gönnt es dem Wildenstamm und prügelt ihn gerade die Scheiße aus dem Leib. Und damit hat Skun, der Barbarische, den Weg geebnet für sich und seine Krieger ins Finale gegen den Schreckensstamm. Wer hätte es geglaubt? Wahnsinn. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es lasst ein Like, Bewertung, Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bye bye, macht's gut.